Freitagmorgen, 3. März, morgen um 8 Uhr, zwischen Sargans und Bad Ragazzi. Ihr kennt die Pappelallee, es hat einen Haufen Pappeln. Und die Pappeln, die sind natürlich einmal als wirklich etwas sehr Schönes angeschaut worden. Jetzt bei diesem Verkehr ist es manchmal eben auch eine Gefahr. Und darum muss man immer untersuchen, welche Pappeln gibt es noch oder welche eine Gefährdung sein. Die hier, die mit dem Roten Kreuz, das ist eine von diesen Pappeln, die man befunden hat, die muss jetzt weg, aus Sicherheitsgründen. Wir waren dabei gewesen. 3 Pappeln sind an diesem Tag gefällt worden. Und wie ihr seht, Morgenverkehr, ein riesiger Verkehr. Und ihr seht auch, es ist nicht ungefährlich für die, die hier arbeiten. Ja, aber nachher gibt es eben eine gewisse Sicherheit natürlich eben für die Autofahrerinnen, für die Autofahrer, dass sie auf einmal so am Baum umgekehrt, so schön wie die Bäume auch sind. Lasst es einfach mal auf euch einwirken und denkt daran, die hier für unsere Sicherheit sorgen, täglich. Das ist etwa mal gar nicht so einfach, wenn ihr seht, wie die jetzt mitten in dem Verkehr die Arbeit verrichten. Ja, es hat der erste Baum liegt jetzt, ist super gegangen auf die Strasse runter. Aber da steckt einiges an Arbeit dahinter. Was sind da für Vorabklärungen passiert vorher? Ja, wir haben Abklärungen gemacht mit Bauspezialisten, Förster und Baumpfleger. Über den Zustand. Wir machen die periodisch, in dem Fall hier zwischen Sargans und Bad Ragaz, alle 3 Jahre. Und die Abklärung haben wir im Januar gemacht und hat sich gezeigt, dass 3 Pappeln am Gefährdung darstellen für den Strassenverkehr.
Und dank mit dieser Beurteilung bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, um den Baum dann auch umzutun, wo unsere Spezialisten, die von uns beauftragt worden sind, gesagt haben, den müssen um. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir fahrlässig handeln. Und das können wir natürlich nicht verantworten. Aber es ist überall, es ist relativ kompliziert. Die einen wollen den Pappel stehen lassen und aus Sicherheitsgründen muss es weg. Also einfach ist anders, oder? Das ist so, ja. Wir sind in einem Spannungsfeld. Einerseits Verkehrssicherheit auf der Kantonsstrasse und andererseits Natur- und Landschaftsschutz. Wir haben den Auftrag für beides. Wir können aber nicht beide gleich gerecht werden, gerade so in dem Moment oder an gleicher Stelle. Der Auftrag Verkehrssicherheit versuchen wir zu erfüllen, indem wir den Gefährdungen halt wegtun. Und der Auftrag von Natur- und Landschaftsschutz, dort versuchen wir Ersatzpflanzungen zu realisieren. Wir haben schon etliches können machen, auch gerade hier in Bad Ragaz. Hinter das laufende Projekt Filterswangs auf Gemeindeboden. Wir haben auch in der Witte schon können etwas realisieren mit der Dorfkooperation Witte. Aber zum Teil gibt es so eine Sache, wie in der oberen Altstädte, wo du Baumstrümpchen stehen lassen, gell, und so weiter. Was steckt denn dort dahinter? Weißt? Genau. Die Samenbäume sind in der Schutzzone von der Gemeinde und die kann man nicht einfach so wegtun. Und dort versuchen wir auch mit einem Projekt, das jetzt mittlerweile im Bauprojekt ist. Wir gehen da gerade die nächste Woche machen wir eine Vernehmlassung in dieser Projektphase und werden dort auch eine Ersatzpflanzung machen. Dort allerdings gerade direkt an Ort und Stelle entlang von der Kantonsstrasse. Es geht das alles so einfach aus, aber du hast gesagt, wir müssen Vorabklärungen machen. Das heisst, mit einem Förster vorbei, mit einem Sachverständigen. Und dann gehen wir gestern sind wir nochmal vorbeigegangen. Gell? Zum Teil kann man die Pappeln noch anbohren. Und jetzt gehen drei Pappeln dürfen jetzt weg, oder? Genau. Der Baumpfleger und der Förster haben uns drei Pappeln angegeben, die wir hier auf diesem Stück noch wegnehmen müssen. Und die restlichen die können wir soweit eigentlich noch stehen lassen. Und das machen wir natürlich gerne. Natürlich, auf jeden Fall. Aber als Autofahrer, die einen sagen, das ist schön, die Allee, natürlich hat man auch Pflanzen, die schön ist, aber die anderen sagen, das ist gefährlich, das ist ja bekannt oder, mit diesen Bäumen und so weiter. Also, ist jemand mal, hast du sicher auch schlaflose Nächte oder hast du dich schon daran gewöhnt irgendwie? Einfach das hier und her da. Ja, natürlich gibt es schlaflose Nächte und gerade wenn ein Unfall passiert ist, sind auch, ich sage, die Rettungskräfte, die ausrücken müssen. Das sind keine schönen Bilder, wenn sie da die Leute aus dem Auto rausnehmen, die einen Abprall hatten. Und ich bin mir bewusst, wir sind da wirklich in einem Spannungsfeld. Die Interessen gehen diametral auseinander und so im Moment können wir nicht beiden gerecht werden, sondern halt nur einer Seite, die andere Seite kommt ein anderes Mal dran. Und was ich jetzt muss sagen, eine perfekte Organisation. Jetzt haben wir etwa 5 Minuten, gell? Die Pappel ist gefällt und schon ist die Strasse eigentlich wieder einseitig befahrbar. Also das braucht eine recht logistische Organisation natürlich, oder? Genau, wir haben einen Haufen Leute hier, wir haben entsprechend auch Maschinen hier, dass es möglichst schnell geht. Behinderungen für den Verkehr sollten auf ein Minimum reduziert werden können. Solange es so gut abläuft wie jetzt gerade hier, dann geht das auch relativ schnell und wir sind nicht lange im Weg. Wir haben auch gute Partner hier als Forstunternehmer, der mit entsprechenden Maschinen und erfahrenen Leuten die Operation kann durchführen. Der Minenforster gestern mit einem telefoniert, sie haben einen riesen Respekt vor diesen Pappeln. Ich weiss nie, was hohl ist und Einzigkeit und so weiter. Aber man sagt, dass der Keil rausgeholt ist, wirklich hervorragend, wie sie es gemacht haben. Gell? Ja, wirklich gut. Ja. Ja. Ja, die Bäume die sind zum Teil hohl, die haben eine Stammfühle. Da hat es zum Teil nur noch einen Zentimeter, wo tragendes Holz ist am Stamm. Man sieht es von außen nicht, dann siehst du nichts da außen. Die haben auch relativ viel Totholz oben im Geäst. Man weiss nie, wenn da irgendetwas runtergeht, wenn man etwas macht unten an dem Baum. Und das ist eine gefährliche Arbeit. Und wir haben so immer ein bisschen zur Autobahn rausgeschaut, haben dort den Autoabstand angeschaut und da sehen wir jetzt auch, also die Straße ist ganz vergessen befahren. Man würde es nicht denken, man merkt es erst, wenn es dann einseitig ist, oder? Ja, es ist ein enormer Verkehr, ja. Und dazu kommt noch, es ist auch der Strassenzustand, der uns langsam Sorgen macht. Wir haben enorme Spuren, das Wasser bleibt liegen, wir können im Winter, der Winterdienst, haben wir Schwierigkeiten, zum Eis und Schnee wirklich aus diesen Spuren rauszubringen. Wir haben einen rechten Zeitaufwand, bis wir die Strasse, falls es auch wieder mal einen Winter gibt, wieder entsprechend auch frei haben und sauber haben. Du hast ja ein riesiges Gebiet oder unter dir. Also meinst du, lässt sich das inskünftig aufrechterhalten, so ein grosses Gebiet? Das ist ja eigentlich ein 24-Stunden-Job, oder? Das ist 7 Tage, 24 Stunden, ja. 365 Tage im Jahr läuft bei uns der Betrieb. Wir haben immer Leute auch im Einsatz und Winterdienst im Sommer auch mit Unfalldienst, Reinigungen, Grünpflege, da gibt es einen Haufen zu tun. Ja.
Ja, dann geht es weiter zum nächsten Pappel. Die erste ist schon weg. Und jetzt, genau. Wenn man es mal auf die Uhr schaut, das hat angefangen, so ein bisschen kurz vor dem 8. Wenn ich drauf schaue. Ja, also 7-8 Minuten, gell? Ja. Und die Straße ist wieder einseitig frei. Ja, genau. Perfekt. Jetzt richten wir die Fällung ein für den nächsten Pappel. Und das geht dann auch wieder mit einer relativ kurzen Sperrung über die Bühne. Und du gehst ab in Helikopter zur nächsten Baustelle. Helikopter, von dem träume ich noch. Ja, in dem Fall. Ja, danke vielmals und eben viel Erfolg bei all den Sachen, die du abklären musst und die Güterabwägungen machen. Ist auch eben nicht mal gar nicht einfach. Oder? Das ist gar nicht einfach, genau. Wir haben auch verschiedene Kunden und Nutzer und Anwohner und andere Interessen. Und da alles unter einen Hut bringen, ist gar nicht möglich. Sind wir uns auch bewusst. Besten Dank.